Heute begrüße ich euch zu einer ganz besonderen Situation. Hallo, liebe Freunde auf MyQTube, hier ist wieder Helmut zusammen mit Irmela aus dem schönsten Dorf an der Ise im Landkreis Gifhorn. 80% der Geburten laufen bei uns im Kuhstall so ab, dass ich gar nicht helfen muss. Aber heute gibt es eine Komplikation und die möchte ich euch mal auch zeigen, damit ihr auch mal seht, dass nicht immer alles so abläuft, wie wir es uns wünschen. So, man kann es jetzt mit geübtem Blick erkennen. Im Normalfall sieht man die Vorderbeine und dann bald das Maul des Kalbes bei einer normalen Geburt. Und heute sind die Beine umgedreht. Die Afterklauen zeigen da oben. Es ist auch kein Kopf zu sehen. Das heißt, das Kalb kommt also falsch rum, liegt also falsch hier zur Geburt. Die Problematik dabei ist, wenn diese Geburt jetzt zu lange dauert, die Hinterbeine kommen, der Becken kommt heraus, die Hüftknochen und irgendwann reißt dann die Nabelschnur. Und da muss es ganz schnell gehen, denn wenn die Nabelschnur reißt, fängt das Kalb an zu atmen. Und wenn das Kalb dann noch im Mutterleib sich befindet, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Es kann ersticken. Deshalb müssen wir jetzt dieser Kuh helfen. Sie ist nun schon seit geraumer Zeit im Gange und am Drücken und anscheinend kommt sie nicht weiter. Die Wehen sind zwar im Gange, aber es stockt jetzt etwas. Und nun guckt mal zu, welche Arbeitsschritte wir jetzt unternehmen. Ich habe einige Hilfsmittel, die ich jetzt mit dazu nehme. Schön ist es, dass die Kuh jetzt auch frisst noch dabei und sich etwas ablenkt, also relativ ruhig noch ist. Wir dürfen sie aber nicht im Fressgitter jetzt fixieren, denn im Normalfall, wenn die Schmerzen groß sind, legen sich die Kühe in der Geburt hin. Und das kann auch hierbei jetzt passieren, das ist auch gut so. Dann kann der ganze Vorgang besser vonstatten gehen. Es kann aber auch sein, dass sie stehen bleibt. Gut, dann wird das Kalb etwas runterplumpsen, aber das hat auch noch keinem Kalb geschadet. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe jetzt die Geburtsstrecker, die sauber und desinfiziert sind, über die Hinterbeine gezogen und helfe der Kuh jetzt mal und ziehe sanft. Aber wir sehen, hier geht es nicht weiter. Ich muss jetzt mal einen sogenannten Geburtshelfer mit zur Hilfe nehmen. So, wir bauen eine leichte Spannung auf. So dass die Kuh merkt, es kann jetzt weitergehen. Sie soll natürlich jetzt auch weiter helfen. Die Wehen sollen die Geburt unterstützen. Und wir unterstützen die Kuh mit den Wehen beim Drücken. Jetzt drückt sie. Sie hat alleine gedrückt und in dem Moment helfen wir. Dass dann mal Kot abgelassen wird, das ist in der Natur ganz normal. Das passiert bei allen Lebewesen während der Geburt. Ah, sie drückt wieder, ihr könnt deutlich sehen, die Wehen setzen immer wieder ein in kürzeren Abständen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hier voll die Scheiße abbekomme. Jetzt haben wir gleich den kritischen Punkt erreicht. Noch einmal drücken. Jetzt muss es schnell gehen. Aus besagtem Grunde. So, das Kalb atmet. Jetzt muss ich Schleim aus Maul und Nase rausdrücken. Dabei nicht ins Maul reinfassen. Als nächstes kommt eine kalte Dusche. Ein leichter Schockmoment. Zack. Von hinten über den Kopf. Dann habe ich hier ein Spray, ein Nasenspray, das auch, habt ihr gesehen? Sie schnauft. Sie oder er, weiß ich noch gar nicht. Ein Mädchen. Und zwar handelt es sich hier um ein Kreuzungskalb. Der Vater ist ein sogenannter
aus der Rasse Uckermärker. Und jetzt werde ich schnell die Kuh losmachen, damit sie sich selbst um das Kalb kümmert, denn sie, sie selbst kann das viel besser als ich. Die Kuh leckt das Kalb ab. Das ist die beste Massage. Ja, und mit diesem Bild, mit Happy End, verabschiede ich mich wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.